Hey, ho, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Lucky Slots. In der letzten Folge haben wir meinen extravaganten, einzigartigen Special Lucky Block hier getestet, der einfach genauso aussieht wie mein Gesicht. Extrem cool auf jeden Fall. Heute habe ich auch einen besonderen Block für euch am Start, und zwar den Lucky Block Programm. Ihr seht schon, hier sind sehr, sehr viele coole Programme wie Chrome, Firefox, ich glaube es ist Edge, Discord, Word und Forge, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube es auf jeden Fall. Freunde, übrigens, was ich auch noch zeigen wollte, ist, ich habe jetzt einfach so ein Lichtbar. Guckt mal hier, wenn ich hier reingehe, dann bin ich einfach dunkel. Was ist das? Oh mein Gott, okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wie immer. Wir ziehen unsere 15 Glückslose hier und gucken einfach mal hier. Warum ist mein Inventar so komisch von Gott? Irgendwie ist dieser Raum hier ganz komisch. Ich habe das hier alles ersetzt mit diesen Night Lucky Blöcken Dinger. Also nicht Lucky Blöcke, aber Baublöcke von dem Night Lucky Block. Anscheinend ist das irgendwie ein bisschen verwackt. Machen wir diesen Inventar weg. So, und jetzt werden wir hier 15 Mal draufdrücken. Als erstes kriegen wir den Astral Lucky Block. Übrigens, was ich vergessen habe zu sagen, wenn euch dieses Format hier gefällt und ihr mehr Folgen von diesem Format sehen wollt, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Drückt auf jeden Fall auf den Daumen, dann zeigt ihr mir auf jeden Fall, dass es euch hier gefallen hat und ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und das würde mich einfach mega, mega freuen. Motiviert mich auch extrem. Wir haben übrigens auch in sehr, sehr schneller, in kurzer Zeit 160 Abonnenten geschafft. Irgendwie kann ich gerade nicht reden, keine Ahnung. 160 Abonnenten ist schon eine Zahl. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drüber. Aber wir machen jetzt mal hier weiter. Astral haben wir jetzt erst bekommen. Als nächstes kriegen wir einen von meinen Lucky Blöcken. Sehr nice. Als nächstes Äpfel. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, dieses Feature. Okay. Noch mehr Äpfel kriegen wir. Interessant. Dann den normalen Lucky Block. Nochmal den normalen Lucky Block. Okay, wir sind jetzt bei 6. Jetzt kommt unser 7. Nochmal normal. 8. Nochmal normal. 9. Wieder Äpfel. Okay, anscheinend sind diese Äpfel sehr, sehr häufig. 10. Nochmal meiner. Cool. 11 wieder Äpfel, und da haben wir endlich auch mal ein Programm hier. Ich dachte schon, wir kriegen hier wirklich gar kein Programm mehr, weil das wäre ein bisschen dumm gewesen, wenn ich euch diesen Block zeigen wollte, aber ihn irgendwie nicht kriegt. So, wir sind jetzt gerade bei 12, also 13, nochmal Astral, 14, meiner, und der letzte ist noch ein normaler Lucky Block, damit kann ich auf jeden Fall leben. Wir haben leider nur einen Program-Block bekommen, ist ein bisschen schade, aber okay, den lösen wir direkt mal ein. Was kriegen wir? Wir kriegen einen normalen. Ist in Ordnung. Ich weiß nicht, wie gut der ist an sich, aber ich glaube, da gibt es echt krasse Werte und so alles. Aber okay, wir gehen weiter zum Astral Lucky Block. Wir kriegen als erstes, oh mein Gott, oh nein, minus 80%. Das ist belastend. Hier noch bitte plus, ach, lol. Das, ich finde das nicht cool. Ich finde das nicht cool vom Spiel, dass wir zweimal den schlechtesten bekommen. Ich meine, das ist so unwahrscheinlich. Okay, wir gehen dreimal zu meinem Block. Hier kann man bestimmt ein bisschen Glück rauskriegen. Ey. Was? Das ist Schiebung. Ich sehe das nicht ein. Plus 80. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Was ist das? Wir haben jetzt einfach schon viermal Pech gehabt. Oh Gott, das wird so ein Reinfall, diese Folge. Oh nein, okay. Vor allem, wenn ihr wissen würdet, gegen was für einen Boss wir nachher kämpfen müssen, dann würdet ihr sehen, warum ich jetzt hier gerade so sauer bin. Oder am Verzweifeln mit, wie man es nimmt. Okay, fünfmal normal. Erst. Ey. Na. Ich skripte das nicht oder so. Das ist einfach Pech gewesen. Es ist wirklich Pech gewesen. Es ist krank. Alles klar. Okay, immerhin 82 plus noch. Sehr, sehr gut. Das nehme ich mit. Und der letzte wird dann ein normaler sein. Natürlich. Okay, ist egal, wir gehen rein jetzt mit 4 Äpfeln. Hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen. Wir machen das erste normal. Den wollen wir jetzt nicht haben. Als nächstes kriegen wir einen Battle Apple. Okay, der ist von meinem Lucky Block Mod. Das ist von Battle Kid da. Bin mal gespannt, wie der so ist. Einen verzauberten Emerald Apple. Und wir kriegen noch einen Battle Apple. Okay, bei den Äpfeln, da hat sich wieder alles rentiert hier. Aber ich hinterfrage es einfach mal nicht. Und wir gehen einfach mal zu unserer Wiese, wo wir unsere Lucky Blöcke wie immer öffnen. Ich habe keinen Bock auf minus 80% Blöcke, aber leider haben wir sie. Und wir müssen sie aufmachen.
Wir fangen an, einfach mal mit den normalen Lucky Blöcken, würde ich einfach mal sagen. Ich habe mir leider kein Essen und keine Spitzhacke gegeben. Das ist ein bisschen dumm, aber egal. Wir öffnen den ersten Lucky Block. Es wird sowas von TNT. Oh Gott, es wird ja so TNT rauskommen. Das ist unglaublich. Aber ich werde es trotzdem machen. Für euch, komm bitte. Mann, oh Gott, okay. Nächster. Das ist nicht wahr. Okay, ich habe mir jetzt meine Spitzhacke und ein bisschen Steak geholt, damit wir hier wenigstens irgendeine Chance haben. Wir machen weiter mit unseren normalen Blöcken. Die bisher. Freunde, es ist übrigens sehr, sehr cool, weil ich immer da hinten irgendwo spawnen und immer bis hier hinten hinlaufen muss. Ich finde das nicht so toll tatsächlich, deswegen. Das ist, Mann, ey, diese Folge, ne, die kann auch keinen Spaß machen, ohne YouTube zu gucken oder wollt mich leiden sehen. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Ich setze jetzt erstmal hier meinen Spawnpoint, würde ich einfach mal sagen. So, hier ist mein Spawnpoint und wir öffnen unseren nächsten Block und kriegen. Okay, mehr Lucky Blöcke, das ist ganz cool, nehme ich mit. Und noch mehr Äpfel, Gold, Eisen. Das bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel. Aber, naja, ist jetzt auch nicht allzu wild. Wir machen mal so eine Kette einfach. Alles nacheinander öffnen. Oh, ein Dia-Block, okay. Ein Dia-Block ist cool. Warum habe ich. Lol. Gib mir meine Spitzhacke Wither, wenn ich mit der abbaue oder was? Okay, das ist, ein bisschen beunruhigend, sage ich einfach mal. Wir gehen hier kurz noch in diesen Very Lucky Block rein. Das ist doch kein Very Lucky Block, oh Mann, okay. Okay, wir gehen rein mit meinen minus 80% Blöcken. Schwämme sind okay, bitte nicht töten. Ah, ist okay. Okay, wir haben Rüstung. Rüstung ist sehr, sehr gut. Ich habe noch einen 80% Block von meinen, ne? Genau. Okay, dann machen wir den einfach mal kurz auf. Bitte gib mir was. Ja! Oh, let's go, let's go, let's go. Wir haben Joe Material und Battle Gems, okay? Und damit können wir uns jetzt meine eigene Rüstung machen. Das ist so gut. Okay. Nice, 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 nice. Okay, Astral minus 80. Bitte töte mich nicht. Der ist korrekt, Mann. Es geht. Und du noch. Oh, der ist nicht so korrekt. Der ist absolut nicht korrekt. Ich, Einen Moment. So, wunderbar. So, machen wir so. Okay. Wir haben alles überlebt. Auch natürlich hier ohne Cheats und so, ganz klar. Aber, naja, okay. Wir haben jetzt hier den Lucky Block Programs. Und der sieht richtig, richtig cool aus. Ich bin gespannt, was der so kann. Wir hätten ihn noch aufleveln können mit Emeralds theoretisch. Aber das habe ich jetzt vergessen. Deswegen, wir gehen öffnen ihn einfach 3, 2, 1. Eine Potion bekommen. Resistance 5. Okay, das ist auch extrem cool. Nice, nice, nice. Okay, damit sollten wir auf jeden Fall viel weniger Damage bekommen als eigentlich vorgesehen. Und ich meine, der Boss ist schon extrem stark, ne? Also, ihr habt ihn noch nicht gesehen, aber er ist schon sehr, sehr gut. Ey, diese Spitzhacke regt mich ja so auf, ne? Das ist unglaublich. Okay. Ich kann jetzt nämlich unser Joe Big Blade hier machen mit dem Joe Material. Sehr nice. 24 Damage Schwert. Das Schwert sieht ultimativ cool aus, finde ich. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und dann können wir uns doch direkt hier theoretisch meine Brustplatte machen. Finde ich, sieht auch so richtig cool aus hier. Ich mag diese Textur total gern. Dann können wir uns noch Schuhe von hier machen. Und außerdem noch Helm und Hose dann vom Battle Kit. Fällt mir auch gut. Und dann haben wir auch schon ein sehr, sehr nices Equip eigentlich. Also wir sollten gegen den Boss auf jeden Fall eine Chance haben. So ist es auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob wir ihn down kriegen werden. Aber, naja, ich bin einfach mal gespannt. Und ich würde sagen, ich gehe mal kurz zum Bossraum. Okay, Freunde. Ihr müsst wissen, wenn man jetzt nach da oben gehen würde, würde der Boss direkt aggressiv auf uns werden. Deshalb muss ich direkt mal hier mein Inventar sortieren. Wir nehmen uns auf jeden Fall unsere Äpfel hier mal alle rein. Damit wir uns hier auf jeden Fall auch ein bisschen healen können. Ich habe die goldenen OP-Äpfel, brauche ich jetzt erstmal nicht. Wobei, ich tue sie mal hier so rein in die Hotbar. Könnte vielleicht doch ganz hilfreich sein. Das hier, wie lange dauert das? Ich trinke das einfach mal, weil das ist halt Resistance 5. Ist das unendlich? Ich weiß es nicht. Okay, wir essen auf jeden Fall ein Battle-Apple. Und Freunde, jetzt geht es hier auf jeden Fall rein gegen den Ender-Boss. Und wir kriegen gar doch, wir kriegen ein bisschen Schaden auf jeden Fall. Boah, okay. Der Ender-Boss hat nämlich ich glaube, 220 Leben oder irgendwie so war das. Und der macht halt auf jeden Fall auch gut Damage eigentlich. Wir haben jetzt gerade, ja klar, diese ganzen krassen Äpfel und so gegessen alles. Deswegen ist es jetzt nicht mehr so krass. Aber dafür, dass wir die Äpfel gegessen haben, macht der Dude Damage. Aber Freunde, wir haben ihn. Den Enderboss
Den haben wir jetzt, wir haben ihn auf jeden Fall gekriegt mit unserem Equip, was, ja, es liegt vielleicht daran, dass unser Equip wirklich ein bisschen sehr OP war. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung zu diesem Boss in die Kommentare. Ich kann das auch demnächst mal so machen, dass ich so Bosse auf Wunsch von euch Zuschauern mache. Das heißt, schreibt mir rein, vielleicht soll ich mal gegen einen Fisch kämpfen oder sowas, schreibt mir rein in die Kommentare. Und dann machen wir das Ganze auf jeden Fall, weil dieser Mod, der ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool für Leute, die fragen. Man macht das mit Custom-NPCs, da kann man alles einstellen, was man möchte. Und genau, es würde mich auf jeden Fall mal sehr freuen, wenn ihr mir Boss-Vorschläge in die Kommentare schreibt. Wäre ziemlich, ziemlich cool. Und dennoch würde ich sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Dann seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Minecraft Lucky Slots. Oder im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Minecraft Tech Mage. Bis dann, haut rein, Leute, und ciao. If you want one, now you coming with a paper. I ain't testing shawty back, see you later.